Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 4. Wir sind hier immer noch bei Far Harbor. Bei Sins angekommen. Im Institut, irgendwie, irgendwo, ja. Nicht im Institut, aber sind. Egal. Sind Sins da. Okay, ich soll mit dem Dima reden. Optional rede ich mal mit ihm. Hey, Dima. Ja, was denn? Einige deiner Erinnerungen. Ich weiß, du hast einige deiner Erinnerungen in einer alten U-Boot-Basis zurückgelassen. Du hast Angst, dass die Kinder des Atoms sie finden. Du warst fleißig. Ich hatte gehofft, dass du dir die Zeit nimmst, um uns besser kennenzulernen. Irgendwie hast du das ja auch. Vielleicht ist das für uns beide eine Gelegenheit. Bei meinen Leuten bestünde das Risiko, dass die Kinder des Atoms sie erkennen. Aber du bist neu auf der Insel. Wie sieht der Plan aus? Was hast du vor, Dima? Bevor ich anfange, wie viel weißt du? Hast du Fragen an mich? Zu Far Harbor, den Kindern des Atoms oder meinen Erinnerungen? Far Harbors Sicherheit? Oh, du sorgst für Far Harbors Sicherheit. Nicht ganz. Ihre Unabhängigkeit ist ihnen wichtig, aber der Nebel breitete sich immer mehr aus. Also schlug ich ihnen einen Handel vor. Wir gaben ihnen die Technik, um den Nebel fernzuhalten, und sie wurden zu unserer Verbindung zur Außenwelt. Eine sichere Anlegestelle und ein Ort, um Vorräte zu kaufen. Leider sehen die Kinder des Atoms den radioaktiven Nebel als heiliges Zeichen. Und aufgrund ihrer blutigen Geschichte mit Far Harbor ist unsere Beziehung nicht die beste. Kinder des Atoms. Die Kinder des Atoms auf dieser Insel? Du hast ihnen geholfen? Ja. Ich weiß, ihre Verehrung der Strahlung als eine Art Gott ist etwas ungewöhnlich. Aber ich will mir kein Urteil erlauben. Ich habe in der U-Boot-Basis gelebt, als Martin und seine Anhänger dort ankamen. Sie waren wegen ihres Glaubens aus Far Harbor vertrieben worden. Als ich ging, um Arcadia zu gründen, wusste ich, dass die Basis in sicheren Händen war. Sie brauchten eine Heimat, einen Ort, an den sie gehören. Genau wie ich. Aber Martin ist verschwunden und sein Nachfolger Tactus will den Streit mit Far Harbor beenden, indem er den Nebel die Stadt verschlingen lässt. Deine Erinnerungen? Du hast deine Erinnerungen zurückgelassen? Wie geht das? Als Zünd-Prototyp ist meine Speicherfähigkeit begrenzt. Ich habe Computer genutzt, um sie zu erweitern, um mir Platz zum Denken zu verschaffen, um neue Dinge zu sehen. Ich musste einige meiner frühesten Erinnerungen zurücklassen, als ich den Kindern des Atoms die U-Boot-Basis überließ. Ich dachte, sie wären dort sicher. Weiß, was ich wissen muss. Ich weiß, was ich wissen muss. Dann ist mein Plan ganz einfach. Gib dich als Rekrut aus und infiltriere die Kinder des Atoms. Verschaff dir Zugang zu ihrer Basis. Du findest meine Speicherbänke in der alten Kommandozentrale, geschützt durch einige Vorkriegssicherheitsmaßnahmen. Ich werde dir das Programm geben, das du brauchst, um auf meine Erinnerungen zuzugreifen. Bring mir alles, was du rausfinden kannst. Das wird anders sein als das Hacken sonst. Du wirst in mein geistiges Netzwerk einbrechen. Es wird dich als Eindringling sehen. Ich habe das Programm mit Anweisungen von mir geladen, die dir helfen werden. Es ist leider schwierig zu erklären, wenn man es nicht selbst gesehen hat. Besorg Erinnerungen. Ich besorg deine Erinnerungen, Dima. Die Kinder des Atoms konnten die Vorkriegssicherheitsmaßnahmen hoffentlich nicht überwinden. Das heißt aber, dass du das jetzt schaffen musst. Noch eine Sache, bevor du gehst. Was du auch immer tust, greif die Kinder des Atoms nicht direkt an. Das oberste Ziel muss Frieden sein. Wenn du sie angreifst, sehen sie sich im Krieg mit der Außenwelt. Okay. Ich soll Kazumi Bericht erstatten. Dimas früheste Erinnerungen sind in den Händen der Kinder des Atoms. Er hat Angst vor dem, was sie herausfinden. Darum ging es bei diesen möglichen Opferzahlen also? Dima wollte die Insel nicht vernichten. Er hatte Angst, dass das die Kinder des Atoms tun? Oder verbirgt er noch immer etwas? Was sind das für Erinnerungen, dass er sie zurücklässt? Steckt da wirklich etwas
Gefährliches drin? Hast du einen Weg gefunden? Zu seiner Erinnerung? Und an den Kindern des Atoms musst du auch noch vorbei. Faradays Programm. Ich habe dieses Programm von Faraday und Dima. Damit soll ich Zugang zu den Speicherbänken erhalten. Wirklich? Und wie funktioniert das? Als ich mir die Computer dort angesehen habe, saß Dima auf seinem Stuhl. Den habe ich angezapft. Vielleicht musst du dich, naja, so an die alten Speicherbänke anschließen wie er. Mit einer Verbindung zwischen deinem Kopf und dem Computer. So ist es bestimmt. Dann würde Faradays Programm Dimas Gedanken und Daten übersetzen und dir helfen, mögliche Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen. Tut mir leid, ich spekuliere nur. Es ist nur... Das ist ziemlich spannend, oder? Erzählst du es mir, wenn du was rausfindest? Ich behalte hier so lange alles im Auge. Keine Sorge. Ich finde Dimas Erinnerungen. Dann können wir weitersehen. Viel Glück. 500 Kronkorken, danke. Wo du hingehst, Errungenschaft, geil. Hier war der Ausgang, oder? Jawohl. Der Segen des Vergessens. Jetzt können wir endlich ein bisschen reisen gehen. Fühlt sich an, als könnte man es mit der ganzen Welt aufnehmen, was? Ja, so oder so. Ich würde auch ohne Powerrüstung die ganze Welt platt machen. Aber mit ist halt angenehmer. Kriege ich nicht die ganzen Schusswunden, sondern nur meine Rüstung. Passt schon, passt schon. Okay, schauen wir mal. Ich habe da 1000 Missionen. Nein, was gibt's da optional? Was? Hilf Captain Avery. Ich bin da unten. Das heißt, ich kann da einfach rauslatschen irgendwo. Einfach irgendwo da lang, irgendwo da lang. Passt schon. Reiche ich den kleinen Jungen? Wir haben doch 100 neue Missionen, oder? Ja. Innereien. Ich hoffe, ich kann diese Innereien kochen, weil sonst muss ich es wegwerfen. Was ist das für einer? Ein Ghoul. Ein Klo. Toilettenhäuschen. Hier muss ich ja so ein paar Ghule platt machen. Was sind denn die? Da auf dem Klo ist einer. Das war schon. Reduziert den durch Mensch verursachter Schaden, scheiß drauf.
kann im Zelt schlafen, nice. Was hast du dabei? Nichts, okay. Komm schon. Da runter, da, jawohl. Was habe ich hier Schönes? Theoretisch müssten hier alle tot sein jetzt. Was hattest du dabei? Ein bisschen Geld. Naja, das haben wir ja schnell erledigt. Dann gehe ich mal nach Far Harbor, dann kann ich 3 Missionen abgeben. Welcome to Far Harbor. Das ist geil, wie der da Eis am Schiel und so unten hängt. Oder sind es Köder zum Angeln? Oder beides? Ja, ja. Das war bestimmt mal schön auf der Insel, aber jetzt nicht mehr. Jetzt muss ich es wieder schön machen. Na. Aha, da ist ein Roboter. Was machst du hier? Ich habe keine Zeit. Wer bist du und was machst du hier? Bist du der Detektiv, von dem ich gehört habe? Kann man so sagen. Das kann man wohl so sagen. Oh, wunderbar. Ich war mir nicht sicher, wie ich dich hätte finden sollen. Ich konnte niemanden von der örtlichen Polizei finden. Diese Halunken. Ich will keine Panik auslösen, aber es könnte einen Mord gegeben haben und wir brauchen einen von außen. Ort des Verbrechens? Wo fand das Verbrechen statt? Im Cliffs Edge Hotel, nördlich der Stadt. Hilfst du uns? Der Mörder könnte noch immer auf freiem Fuß sein. Wer ist das Opfer? Wer ist das Opfer? Also, wir wollen das aus der Presse raushalten, aber es geht um Ezra Parker, den Geldgeber des Hotels. Bitte, hilf uns. Jeden Moment, den wir warten, sind unsere Gäste in Gefahr. Wer sind deine Arbeitgeber? Wer sind deine Arbeitgeber? Ich sollte es hier draußen nicht sagen, aber meine Auftraggeber sind sehr reich und die anderen Gäste des Hotels auch. Hilfst du uns, dieses hinterhältige Verbrechen zu klären? Wer sind deine Arbeitgeber? Wer sind deine Arbeitgeber? Ich fürchte, mehr kann ich gerade nicht sagen. Hilfst du uns, dieses hinterhältige Verbrechen zu klären? Ja. Okay, ich helfe. Gott sei Dank. Soll ich dich jetzt zum Cliffs Edge Hotel bringen? Noch nicht. Noch nicht. Ah, du musst bestimmt noch Vorräte beschaffen. Ich warte am Stadtrand auf dich. Also entweder ist es eine Falle, oder die lebt 100 Jahre in der Vergangenheit oder sowas. Stimpax, alles auf Lager. Ich will ehrlich zu dir sein. Auf dieser Insel ist es nie einfach, um Hilfe zu bitten. Schon gar nicht einen Fremden. Aber ich bin diesen Leuten gegenüber verantwortlich und habe eine Aufgabe für dich, wenn du willst. Außerdem bist du härter, als du aussiehst. Hilfe wobei? Wobei genau brauchst du denn Hilfe? Wir kriegen unser Trinkwasser von einem Aufbereiter außerhalb der Stadt. Kurz bevor du kamst, gab es einen schweren Sturm, der die Nebelkondensatoren beschädigt haben muss, die Straße zum Aufbereiter schützen. Ich habe Howard Dunbar zum Reparieren losgeschickt, aber dann griffen die Meyer-Lurks an. Ich fürchte, sie haben ihn erwischt. Ich hatte gehofft, du siehst es dir mal an. Vielleicht könntest du, falls nötig, die Nebelkondensatoren wieder in Betrieb nehmen. Wenn du willst, verlass die Stadt in Richtung Süden. Wird natürlich bezahlt. Ich würde keinen Fremden bitten, seinen Kopf für uns zu riskieren, wenn nicht auch was für ihn rausspringt. Ich mache mich auf den Weg. In Ordnung, ich mache mich auf den Weg. Gut, unser Wasser geht schon bald zur Neige. Waffen, Munition und Souvenirs. Hallo. Ich muss mit dir über einen verschwundenen Synth sprechen. Ja? Nun, darüber rede ich nicht mit Fremden. Du kannst also entweder was kaufen oder verschwinden. Synth-Bezeichnung geben. Ich arbeite mit Chase. Sie hat mir gesagt, dass deine Bezeichnung L792 lautet. Okay, ich glaube dir, aber nicht so laut, ja?
Die Information muss unbedingt geheim bleiben. Ich kenne den Synth, von dem du sprichst. Ein junger Typ, vielleicht so um die 20, mit weißem Haar. Er nennt sich Derek. Allerdings ist er viel früher als erwartet aufgetaucht. Dachte, ein Runner wäre hinter ihm her, daher die Eile. Ganz ehrlich, der Typ war ein Wrack, total verängstigt. Hat sich ständig umgeschaut und ungewollte Aufmerksamkeit erregt. Ich wollte ihn beruhigen, aber er rannte panisch in den Nebel. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Kannst du sonst noch was erzählen? Kannst du mir sonst noch was erzählen? Ich brauche mehr Informationen, wenn ich den Synth finden soll. Ich wünschte, ich könnte mehr sagen. Er verschwand im Nebel und ich habe ihn nicht mehr gesehen. Welche Richtung? Hallo? Nur die Ruhe. Nur die Ruhe. Ich kümmere mich drum. Tut mir leid. Ich bin gerade ein bisschen angespannt. Also, wenn du wirklich diesen Synth suchst, ich bin sicher, er hat die Straße nach Süden genommen. Geh doch vielleicht in die Richtung. Sei einfach vorsichtig und danke. Nur wenige würden sich für einen Synth in den Nebel wagen. Vor allem, wenn sie den Synth nicht mal kennen. Was da passiert ist, war scheiße. Wirklich. Hoffentlich bringst du es in Ordnung. Ja, hoffen wir es mal. Musst du deine Sorgen ersäufen? Ich habe die wilden Ghule vom Campingplatz ausradiert. Unsere Geschichte endet mit der heldenhaften Rückkehr der Hauptfigur. Ha, damit hat die Insel bestimmt nicht gerechnet. Du hast dir für deine Mühen einen Lohn verdient. Hier sind 200 Kronkorns. Ui, danke. Froh, dass ich helfen konnte. Ich wollte keine Bezahlung. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Du hast ein gutes Herz. Das ist offensichtlich. Ich habe darüber nachgedacht, wie es weitergehen soll. Nun, wir alle lieben doch unsere Großeltern, oder? Nett und lieb. Sie verwöhnen einen gern. Niemand würde ihnen je etwas Schlechtes wünschen. Deshalb hat es mir auch das Herz gebrochen, als ich Opa George verloren habe. Was ist mit ihm passiert? Was ist mit ihm passiert? Er hatte eine Farm ein Stück nördlich von hier, hat in Frieden gelebt, das Land bewirtschaftet und keinen Ärger gemacht. Die Insel hat ihm was geschickt. Ein riesiges, gefährliches Monster, das mit seinen Klauen Stahlträger durchbrechen kann. Einen Nebelkriecher. Opa blieb tapfer und standhaft, die Schrotflinte in der Hand. Er hielt das Monster auf, während seine Helfer hierher flüchteten. Wenn du diesen gepanzerten Teufel ausschalten kannst, zeig das allen, dass die Daltons es nie vergessen, wenn ihnen Unrecht angetan wurde. Dieser Nebelkriecher wird zahlen. Dieser Nebelkriecher wird zahlen. Für Opa George. Das höre ich gern. Jeden Tag verlässt ein neuer Haberbewohner die Insel. Mein Großpapa hat eine Powerrüstung. Jump! Ewig her. Wir werden jetzt ziemlich schnell krank. Komm, schneller! Ich wollte auch noch den Opa besuchen, der war cool. Hab wieder den verdammten Nebel in der Lunge. Geht's los? Nö. Noch nicht. Aber bald bestimmt. Soll ich mit dem Roboter und ihr sollt mich zu diesem Hotel begleiten. Und wie gesagt, entweder ist es eine Falle oder die ist irgendwie 100 Jahre in der Vergangenheit oder 200 oder 500. Da steht sie ja. Detective, wollen wir zum Hotel, damit du anfangen kannst? Gehen wir. Ja, gehen wir. Gut. Dann brechen wir auf. Lauf weiter, ich komme schon hinterher.
Na, na, na. In letzter Zeit war wohl nicht nur die Polizei nachlässig. Der Bauinspektor der Insel sollte gefeuert werden. Findest du? Sieht das nicht einladend aus, alles kaputt hier. Kopf ab. Ich komme wieder, keine Frage. Das ist das Hotel oder was? Nee, oder? Das ist ein schickes Hotel, ja. Es war ein schickes Hotel, sagen wir so. Koffer. Es ist besser, dass Maxwell das Hotel so nicht gesehen hat. Er wäre außer sich. Ich sollte dich warnen. Die anderen Hotelgäste sind teilweise, nun, Rowdies. Ich musste mich sogar verteidigen, als einige ein bisschen, sagen wir, handgreiflich wurden. Die eingetragenen Gäste halten sich in einem exklusiveren Bereich des Hotels auf. Mit Gesindel geben sie sich nicht ab. Gehen wir? Gehen wir. Ja, gehen wir. Sehr gut. Hier entlang. Ich habe irgendwie einen Fehler in der Programmierung, oder? Der hässliche. Der ist auch mutiert, ja. Blöde Kuhle. Komm jetzt her, Mann. Ein Gauss-Gewehr. 253. Muss ich hier die ganze Gule töten oder was? Blickst du bitte weiter? Thank you.
Ja, ja. Eine Wirbelsäule im Schrank, ja. Wo ist meine Freundin? Da ist meine Freundin. Sag ja, die ist ein bisschen blöd. Ich meine, aber die war hier schon mal. Okay, Captain. Du stehst sicher nicht mehr auf. Fallensteller. Soll der Scheiß, ha? Fallenstellernotiz. Schauen wir mal, was da steht. Hier werden wir das nur so von Ghoulen. Und für jeden, den ich erledige, tauchen zwei neue auf. Dieses große Zahnrad-Dings und das Terminal beweisen, dass hier einer dieser Vaults ist. Aber ich kann ihn einfach nicht finden. Ich mache erstmal hier Pause und suche morgen weiter. Ist dein Ernst, oder? Was macht denn der da? Warte auf mich! Ich komme gleich. Ein paar Minuten. Ah, du bist tot, oder? Ja, nee, der hat noch gelebt. Hallo, das hätte kritisch sein müssen. Ich hab den voll zwischen die Beine geschossen. Ja, ja, Leute. Ah. Schießen das Bein kaputt. Was ist denn los? Da soll ich jetzt einsteigen? Ah, ne. So, ja, kein Quid. Von hinten? Gefällt mir, dass die Bedrohung ausgeschaltet wurde.
Was gibt's hier Schönes? Vorkriegsgeld 47. Ein dicker Fettsack. Stirb jetzt! Digga, Fettsack. Ah, blöder Penner. Lambda Vorschlaghammer. Sturmfeuerzeug. Es hängt. Es geht wieder. Es geht wieder. Jawohl. Ach so. Zeit ist voll verpeilt, dass die Folge eigentlich schon vorbei ist. So, dann beende ich es hier gleich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und in der nächsten Folge reisen wir weiter durchs Hotel. Ja, schaltet wieder ein. Ciao.